Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Leute, lange habt ihr ihn gefordert und jetzt ist er endlich da. Und zwar der Schulbus. Warum haben den viele gefordert? Ihr werdet es gleich mitbekommen. Ich werde jetzt hier erstmal eine Runde runterfahren. Ich meine, ihr kennt mich. Fernbus-Simulator. Ich bin geborener Busfahrer. Oh Gott. Als ob. Junge. Liebe Kinder. Liebe Erwachsene, halten Sie sich bitte alle... Oh, nee, halten Sie sich bitte alle fest. Wir werden hier wahrscheinlich einige Schulkinder verlieren. Aber das... Ne? Oh, nee, überhaupt nicht. Wir sitzen da. Jo, alles gut. Timmy, halt dich fest. Ja, ist alles gut jetzt? Ja, dankeschön. So, Leute, jetzt gibt's aber das Geile. Und zwar, ihr habt mir die ganze Zeit gesagt, warte mal, jetzt hier, der hier, als ob, tatsächlich. Was ist das denn? Driver, 6 Passagiere, als ob. Da sind auch noch so Crash-Test-Dummies. Da haben wir sogar noch einen Bildungsauftrag. Warte mal, ich will jetzt mal ganz replace. Und zwar, es gibt einen mit Flügeln, Leute. Als ob, Junge, da sitzen die, ich ja auch. Alter. Jetzt gibt's die Experimente. So, liebe Crash-Test-Dummies, haltet euch fest. Es könnte sein, dass wir gleich ein paar von euch verlieren. Jo, wir fahren jetzt 220, 30 km/h. Let's go. Ich werde einfach komplett durchballern. So, alles gut. Ich zieh weiter durch. Ich zieh weiter. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Jungs? Da ist alles gut. Also, es sei denn, man ist der Fahrer. Hey Leute, das heutige Video wird gesponsert von Lilith Games. Denn heute darf ich euch nochmal AFK Arena vorstellen. AFK Arena ist ein Idle-RPG. Das bedeutet, du kannst loggerfloggig innerhalb von 10 Minuten schön auf dem Handy ein paar Missionen erledigen, nice Belohnungen kassieren, deine Helden verbessern und die erledigen dann auch direkt den Rest. Denn du kannst Belohnung kassieren, Fortschritte machen, auch wenn du offline bist. Zur Auswahl stehen über 80 Helden von 7 Fraktionen und das Ganze ist verpackt in eine fesselnde Story. Ich habe jetzt hier auch einen limitierten Geschenkcode, der wird jetzt hier eingeblendet. Der ist bis zum 5.5. gültig. Damit erhaltet ihr zum Beispiel 3000 Diamanten, aber auch vieles mehr. Und es gibt jetzt auch neue Skins, wie die musikalische Rose, sowie zwei neue Helden, Raku und Peggy. Und bis zum 5.5. gibt es auch noch das freudige Beschwörung-Event. Da kann man bis zu 100 kostenlose Beschwörungen sammeln. Dazu muss man sich einfach an 3 verschiedenen Tagen einloggen und jeder Tag gewährt dann 20, 30 und 50 Beschwörungen. So Leute, wenn ihr jetzt Bock habt auf AFK Arena, dann könnt ihr das jetzt kostenlos runterladen. Gibt's für iOS und natürlich auch für Android. Wie gesagt, beides kostenlos. Schaut gerne in die Videobeschreibung, da ist alles Wichtige verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich habe einen Plan, Leute. Ich werde jetzt gleich einmal komplett das Lenkrad am Ende verziehen. Weil wir brauchen ja auch Testergebnisse. Oh Gott, scheiße. Testergebnisse. Und jetzt? Jungs, alles gut jetzt. Junge. Aber ist doch alles gut. Oh, was fliegt denn da? Ja, aber eigentlich? Ja gut, wenn ich mich bei 200 km/h überschlage. Also die schlagern da ein bisschen mit den Armen. So, wo ist denn jetzt das Ding hier? Da. Das muss es sein. Und zwar, wenn wir zum ersten Mal in unserer BeamNG... Wir... Okay. Wir werden zum ersten Mal fliegen. Ich weiß aber nicht, ob ich hier aus der Tür rauspasse. Ja, nee. Nee, scheiße. Ja, kurz nochmal zurücksetzen. Jetzt nochmal nach rechts. Ja, sehr gut. Es ist so dumm. Junge, einfach so ein Schulbus mit Flügeln. Aber ihr wolltet das so, Leute. 200 Stundenkilometer. So, Leute. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Wir fliegen einfach. Wie geil ist das denn? Leute? Also, ist das alles so richtig? Also, ich würde ganz gern wieder nach Hause. Ja, wartet. Oh, das sieht da unten aber geil aus. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ey, wenn das jetzt klappt. Oh Gott. Wir werden so aufplatzen. Oh nein. Als ob, Junge. Ich habe mit vielem gerechnet.
Aber ich dachte mir so, weil wir sind nur so 104 Stundenkilometer. Aber gut, das war vielleicht nicht der Airspeed. Aber dass das Ding so deformiert wird. Oh, warte mal. Ich habe noch eine andere Idee. Und zwar, wir schallern hier runter. Aber ich gebe gleich nicht komplett Gas. So, weil wir können ja auch so abheben. Ich will da vorne an den Berg zerschellen. So. Ja, genau. Ein bisschen Gas geben. Immer so ein bisschen, damit wir da geradeaus gegen den Berg. Oh ja. Oh ja, let's go. Let's go. Ach, Junge, ist das geil. Halt. Oh, das will ich nochmal machen. Ich finde einfach diese Verwandlung so geil. Aber guck mal, das ist so lang. Und dann wird es plötzlich so zusammengedrückt. Okay, schaffen wir es da in das... Nee, das Haus ist da eher weiter links. Ich schaller nochmal los und jetzt... Oh, sag mal, das habe ich jetzt aber nicht bestellt hier. Oh, hallo? Warum habe ich jetzt so eine komische Kameraperspektive? Das ist doch Mist jetzt hier. So kann ich ja gar nicht vernünftig fliegen. Hallo? Sieht das geil aus? Also, irgendwie, das hat so was richtig Cineastisches. Ja, tschüss. Ja gut, aber das möchte ich jetzt ja nicht unbedingt. Ich möchte ja so eine Kameraperspektive ein bisschen draußen. Ah ja, so. Ja, wir haben ein bisschen was verloren, aber ist glaube ich auch nicht schlimm. So, schaffen wir es denn auch hier, hier unten zu landen? Oh, das wäre eigentlich ganz geil. So eine ganz lockere, einfach zack, hier auf der... ja, kein Problem. Ja, ist gut. Dem Typen da drin geht's auch nicht mehr so gut. Ich liebe diesen Schulbus, Alter. Mit dem kann man so viel Scheiße bauen. Oh, toll. Ich kann auch nicht richtig bremsen. Meine Bremse, ich gehe wirklich... Also, ihr seht mich wibbeln. Ja. Ah, bisschen nach links. Bisschen nach links, Brudi. Brudi, nein. Nicht in das Schild. Hör auf. Nein, auch nicht da rein. Oh, Mann. Funktioniert? Oh, Mann, ey. Leute, was geht denn hier ab? Oh. Ich hab mich verschluckt. Mini-Paluten, was hältst du davon? Ist geil? Zerstören, zerquetschen, zermalmen. Alles Spitzenklasse. Ja, das dachte ich mir, dass dir das gefällt. Aber was war denn? Da gab's doch noch einen Bus. Performance Top Speed 507. Was ist ein Top Speed? Ey, dann nehmen wir den hier. Weil 507 km/h, das wirkt ein bisschen krank. So, dann gehe ich jetzt hier ran. Bus und dann den Yato. Weil nicht mal der schafft Top Speed. Oh, alles klar. Ja, ganz ruhig. Komm mal runter. Oh ja. Let's go. 300 Stundenkilometer. 400 Ground Speed. Yo, let's go. Oh nein. Oh nein. Als ob. Das Ding ist so zerfetzt, dass das... Das Spiel konnte das nicht... Was? Das Spiel konnte das nicht verarbeiten. Warte mal, ich muss mal, glaube ich, in den ersten Gang. Hallo? Ah, jetzt geht's los. Als ob. Kommt das hier immer bei dem Bus? Wir probieren es nochmal aus. Ballern hier nochmal schön los. 300, machen hier wieder die 400 Stundenkilometer voll. Alter, das crasht das Spiel. Guckt euch mal diese Geschwindigkeit da unten rechts an. 7.872.045.371. Ah, alles klar. Ja, ich schaller direkt los, Leute. Als ob. Ah, schade, ich dachte, das klappt. Ja, die Flügel bringen einfach ein bisschen was. Damit hat er kein Problem. Aber ich glaube wirklich, dass es so ist, dass das Spiel den Aufprall aufgrund der Geschwindigkeit nicht hundertprozentig verarbeiten kann. Und dass da dann einfach so ein Error kommt. Ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal so einen kleinen finalen Try. Weil es sind auch wieder 400. Boah, ich würde gerne... Seht ihr diesen einen Mast? Den würde ich so gerne treffen. Ja, genau den! Und wieder Instability Detected. Junge, der Wagen ist zu krass fürs Spiel. Den kannst du nicht richtig benutzen. Hier hat man noch einen mit 241. Oh ja, der sieht auch schon krass aus. Zack. Ja, genau. Wie der sich anhört. Ja, alles gut. Du musst nicht so pfeifen. Ja, aber das ist so ein Drag Racer. Whee! Oh ja. Oh, das wird eine gute Landung. Alter, der knackt easy die 500. Ey, oh, alles klar.
nichts passiert, oder? Ich meine, es hat nicht mal Feuer gefangen. Erwundert euch übrigens nicht, es gab ein Update und super viele meiner Autos sind verschwunden. Eigentlich fast alle. Ich musste irgendwie neu runterladen, einstellen. Drift Missile Extreme. Was ist denn eine Drift? Eine Drift-Rakete? Alter. Ja, ich will hier... Oh. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, oh. Zieh durch, baller durch, Junge. Oh ja, der knackt auch die. Ja, der wird auch... Na komm, weiter. Ey, fast die 500 geknackt. Ja, das war jetzt eher unspektakulär. Also, nicht großartig zusammengedrückt. Leute, ich brauche jetzt nochmal den Lachflash. Let's go. I believe I can fly. Ich flieg jetzt gegen einen tollen Berg. Und dieser Berg zerquetscht mich. Nee, stopp. Warum? Wir fliegen zu weit. Hör doch auf. Warum fliegen wir immer noch so krass? Und was ist das da unten eigentlich? Hier war ich noch nie. Was ist das da für eine Teststrecke? Ja, gut, aber ich... Mann, ich möchte doch nur mal... Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Leute, das könnt ihr mir... Sag mal. Ja, ich bin draußen. Wunderbar. Ja. Jetzt mit ganz viel Gefühl. Ganz viel Gefühl. Nur ein Lüden-Turbo, weil wir fliegen ja auch. Oh ja, bisschen Turbo rein. Bisschen Turbo, wir sacken ein bisschen ab. Meine Damen und Herren, Kollision in 3, 2. Mann, ich weiß nicht warum. Leute, bin ich da der Einzige? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ey, Leute, guckt euch das an. Das ist ein kleines Mini-Ding. Und ich drücke jetzt R. Bam! Und es war mal so ein mega langer, dicker, fetter Bus. Richtig viel Spaß würde ich bei so einer Presse arbeiten. Also nicht der Presse, sondern so einer Müllpresse. Junge, ich hätte den ganzen Tag Spaß. Den ganzen Tag würde ich zusehen, wie so große Sachen einfach richtig zerkleinert werden. Oh, treffen wir diesmal das Haus? Nee. Warte, jetzt ist... Ja, wir fliegen noch. Ist noch gut. Der hebt noch ab. Nee, zieh noch mal durch. Zieh noch mal hoch. Ja, wir sind eine kleine Flunder. Warte mal ab. Paletto, der macht das noch. Der fliegt noch zum Mond. Also, ich bin mir nicht dann doch... nicht so sicher, ob wir es zum Mond schaffen, Leute. Gut. Ich glaube, das mit dem Mond können wir vergessen. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von BeamNG. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal sowie weitere Videos. Schaut dort sehr, sehr gerne mal vorbei. Genauso wie in den Paluten-Shop ist in der Videobeschreibung verlinkt. Leute, ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.